Wir haben gestern nicht nur eine impulsive, sondern auch eine sehr breit gefächerte Rallye an den Märkten gesehen. 98% der im S&P 500 enthaltenen Unternehmen gestern mit Kursgewinnen. Das hatten wir zuletzt im Dezember 2018. Und Auslöser war natürlich diese Insidermeldung, wonach der Betrieb von Nord Stream 1 weitergeführt wird, also weiter Gas durch die Pipeline fließen wird. Und manche stellen sich die Frage, naja, diese Rallye, die ist doch ein bisschen too much, oder? Da ist doch ein bisschen zu viel passiert. Naja, das muss man natürlich mal relativ sehen, denn für Unternehmen etwa wie BASF, Uniper, die ohnehin in Schieflage sind, da hat sich ja ganz konkret die Existenzfrage gestellt. Und wenn da zumindest die Aussicht wieder da ist, dass etwas geliefert wird, nämlich Gas geliefert wird, dann ist das natürlich schon eine Erleichterung sondergleichen. Und jetzt hat Putin im Prinzip ganz klar gesagt, ja, Gazprom wird seine Verpflichtungen einhalten und weiter Gas liefern. Gestern war das nur ein Insiderbericht, jetzt haben wir es sozusagen aus Putins Mund persönlich, und das hat natürlich dann nochmal eine andere Gewichtung. Und wir wollen uns mal anschauen, was Putin gesagt hat. Sehr interessant nämlich, was da gestern im späten Handel noch oder am späten Abend gestern hier gesagt wurde. Gazprom is ready to pump gas as much as needed, also so viel wie gebraucht wird. Und dann allerdings, wenn die Turbine zu spät zurückkommt, diese berüchtigte Turbine, dann wird es sozusagen, wird das Volumen geringer ausfallen als erwartet. Es geht ja nicht nur um diese eine Turbine, sondern es sind vier weitere Turbinen, die in russischen Häfen liegen und bisher eben nicht zur Wartung gebracht wurden. Und er sagt hier, die Versuche, die eine Art Deckel auf russischen Ölpreis zu legen, werden zu Preisanstiegen bei Öl führen. Gleichzeitig hat er gesagt, jetzt, dass die Amerikaner offenkundig faktisch die Sanktionen, die Begrenzungen für den Export russischer Düngermittel praktisch aufgehoben haben. Er hofft, dass das Gleiche auch bei Grain passieren wird. Und hat nochmal darauf hingewiesen, wie gesagt, dass Gazprom seine Verpflichtungen erfüllen wird. Aber die Meldung gestern hieß ja, und das sieht auch Goldman Sachs so, dass weniger geliefert wird. Also 40% des normalen Volumens, also etwa die Menge, die kurz vor Beginn der Wartungsarbeiten der Fall war. Dementsprechend würde Gazprom sich ja eigentlich nicht an seine Lieferverpflichtungen halten. Da müsste dann schon irgendwie wieder ein Grund gefunden werden, warum man eben weniger pumpt als das, was in normalen Zeiten gepumpt wurde an Gas. Also es bleibt so ein bisschen tricky, und das wird noch verstärkt dadurch, dass jetzt am 26. Juli eine weitere Turbine zur Reparatur respektive zur Wartung gebracht werden muss, was bedeutet, dass dann möglicherweise auch wieder das Volumen runtergeht, möglicherweise nur 30% betragen wird. Und auf der anderen Seite sehen wir, dass bisher Gazprom sagt, wir haben immer noch nicht die Dokumente für die gewartete Turbine, also praktisch die Unterlagen dazu. Also so ein paar kleine Fragezeichen bleiben, aber insgesamt bin ich der Meinung, anders als der Kommentator, der sagt, eine Rallye ohne Grund, ich glaube, der Herr ist short, das war jemand, der vorher immer gesagt hat, Fed wird nie die Zinsen anheben, jetzt glaubt er, dass die Zinsen in den Himmel steigen, und jetzt ist er wahrscheinlich short, und das ist dann ziemlich blöd natürlich, wenn man in eine solche Rallye reingeschortet hat. Ich denke, jetzt ist das Chance-Risiko-Verhältnis inzwischen deutlich besser. Kommt darauf an, in welchem Markt man sich da befindet, aber wenn man zum Beispiel jetzt amerikanische Nebenwerte sich mal in den Blick nimmt, dann könnte da übergeordnet durchaus bei Short-Positionen auch ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis sein, wegen kommender Rezession, dazu gleich mehr. Jetzt muss die EU aber heute etwas vorlegen, nämlich wie machen wir es denn im Fall eines Gasnotstands. Dieser Plan, der ist jetzt schon seit Tagen ausgearbeitet worden und soll heute vorgestellt worden, ist jetzt durch diese Putin-Meldungen respektive diese Nord Stream 1-Meldungen natürlich so ein bisschen veraltet, kann man sagen. Jetzt jedenfalls will man den Gasverbrauch in der EU um 15% senken. Okay, vielleicht wird das gelingen durch Vorschriften von der Uschi, die sagt, böse, 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 wenn du Gas verbrauchst, dann musst du aber eine gelbe Karte kriegen, und dann kriegst du gelb-rot und dann bist du raus aus dem Spiel. Aber schauen wir uns mal an, wer eigentlich wie aufgestellt ist nochmal in Sachen
Energieerzeugung und Verbrauch in den jeweiligen Ländern Europas. Und dann sehen wir, dass Italien da sehr schlecht aufgestellt ist. Nur 24% seines Konsums an Energie kann man selber produzieren. Deutschland ist damit 24. von 27 Ländern. Deutschland schafft 35%, also auch nicht toll, aber immerhin mehr. Die Franzosen immerhin 53%, auch wenn die derzeit mit ihren Atomkraftwerken Probleme haben. Wegen der Hitze, wegen niedriger Flussstände und weil man eben lange nichts gemacht hat an diesen Atomkraftwerken. Aber grundsätzlich steht da Frankreich natürlich besser da. Und jetzt vielleicht das zweite Risiko für die Märkte, Fragezeichen, ist das, was heute in Rom passieren wird. Mario Draghi wird vor das italienische Parlament treten. Und die Frage ist, wird er jetzt praktisch wirklich zurücktreten? Wird er sich weiterschleppen oder was wird da passieren? Mattarella, der Staatspräsident Italiens, hat ja schon das Rücktrittsgesuch von Mario Draghi zurückgewiesen, aber was man hört, ist, dass Draghi eigentlich keine Lust mehr hat, weil das Chaos ziemlich extrem ist und er sieht da keine Lösungsmöglichkeit. Also, das kommt jetzt heute eben aufs Tablett. Das wird sehr, sehr spannend. Da wird man sehen, wie wird sich die Entwicklung da abspielen. Was wird das dann bedeuten für die Renditen etwa italienischer Anleihen? Und insgesamt schauen wir uns mal an, was da passiert ist. Etwa die Tage-2-Salden für Italien ist jetzt fast bei, oder ist um und bei minus 600 Milliarden Euro. Das ist praktisch das, was Deutschland an Plus hat gegenüber Italien. Also ein ziemliches Risiko für Deutschland und Löngran. Gleichzeitig sind eben jetzt die Renditen auch für italienische Staatsanleihen unter Rajat gestiegen. Und so sagte Thomas Mayer über die Deutschen, der ehemalige Chefvolkswirt der Deutschen Bank, jetzt bei Flossbach von Storch, sagt, ja, jetzt ist das passiert, was die Deutschen eigentlich schon lange gefürchtet haben. Die Währungsunion ist jetzt in eine Schuldenunion mutiert. Ich glaube nicht, dass sozusagen das große Unruhe auslösen wird, bis den Deutschen dann die Rechnung dafür präsentiert wurde. Bisher haben sie gedacht, das wäre so eine Art Free Lunch, aber es wird ihnen die Rechnung präsentiert werden. Insgesamt sagt er, ist das ein Unfall in Zeitlupe, ja, könnte man so sagen. Daniel Stelter sagt ja, die Italiener können sich das natürlich leisten, hier politische Krise, denn je mehr Krise in Italien, umso mehr Transfers Richtung Südeuropa. Also das, da hat man wenig zu verlieren sozusagen. Die Italiener haben relativ viele wohlhabende Leute. Die unteren, in Anführungszeichen, 80% der Italiener sind durchschnittlich wohlhabender als die unteren 80% der Deutschen. Es liegt vor allem daran, dass die Italiener Immobilien besitzen, viel mehr. Dementsprechend könnte man ja auch mal drüber nachdenken, das Geld vielleicht von den Italienern zu nehmen, aber das ist natürlich nicht sehr populär. Also haben wir dann faktisch eine Haftungsunion, wo die anderen dafür bezahlen werden. Und vor allem die EZB ist immer zur Seite und will eine Spread Control einführen, also dass die Renditen nicht zu stark steigen, italienische Anleihen gegenüber den deutschen Anleihen. Und jetzt die Frage eben, morgen wird die EZB wirklich 0,5% anheben, wie eben auch gestern ein Insiderbericht zumindest als Möglichkeit dargestellt hat, der Euro daraufhin ja ziemlich deutlich gestiegen. Aber kommen wir jetzt zu den Märkten, meine Damen und Herren. Hier sehen wir diese Friday Rally. Wir haben den Nasdaq 3% im Plus, S&P 2,76, Dow etwas schwächer, 243. Wir haben den Nebenwerteindex Russell sogar 3,5% im Plus. Und wenn wir uns mal anschauen, was gestern gut gelaufen ist, Industrial, Energy, Consumer Discretionary, Materials und Technology, also die Risk-On-Sektoren, während ganz hinten mit Real Estate, Healthcare, Consumer Staples und Utilities eben defensive Sektoren waren. Also wirklich eine klassische Rallye, die da stattgefunden hat, meine Damen und Herren. Und es waren vor allem natürlich dann auch Short-Eindeckungen. Wir sehen hier, die Most Shorted Stocks sind um 6% durchschnittlich gestiegen von ihrem Eröffnungsniveau. Wir haben auf der anderen Seite dann einen Rückgang des Dollars, der jetzt 3 Tage hintereinander gefallen ist. Sie erinnern sich, ich versuche immer klar zu machen, der Dollar ist der Schlüssel. Nur wenn der zurückkommt, können die Märkte hausieren. Wenn er wieder steigt, wird es für die Märkte sehr, sehr schwierig. Und insgesamt eben, wie gesagt, 98% der S&P 500 Unternehmen gestern gestiegen, so viel wie seit Dezember 2018 nicht mehr.
Und der Nasdaq hat jetzt das erste Mal über seinem 50er DMA seit 68 Tagen geschlossen. Das ist die längste Strecke, wo ihm das nicht gelungen ist, seit Dezember 2008, also mehr oder weniger seit der Finanzkrise. Und ja, die Frage ist, ist der Boden erreicht? Ist der Bärenmarkt vorbei? Hier sehen wir nach wie vor übergeordnet natürlich noch einen Bärenmarkt in diesem Chart des Nasdaq Composite. Wir sehen immer wieder impulsive Erholungen, die aber immer wieder abverkauft wurden. Wir haben dann immer wieder neue Tiefs gemacht, tiefere Hochs gemacht. Aber die Frage ist, ändert sich das? Jetzt haben wir zumindest die Chance mal, ein höheres Hoch auszubilden und haben höhere Tiefs ausgebildet, sind gleichzeitig, wie Sven Hendrik hier in diesem S&P 500 Chart zeigt, sind wir jetzt über diese Abwärtstrendkanallinie erstmal ausgebrochen. Ja, mal gucken, was da kommen wird. Und das ist eben die Frage, die sich viele stellen. Ist der Bärenmarkt jetzt vorbei? Wir haben jetzt kürzlich ja ein 52-Wochen-Tief gesehen und hatten jetzt zwei Tage, von den letzten drei Tagen, wo 87% des Gesamtvolumens, das an den Märkten gehandelt wurde, bei steigenden Aktien der Fall war. Das ist sozusagen ein perfekter Track Record dafür, dass der Bärenmarkt vorbei sei, dass der Boden gefunden sei, so meint Jason Gapford. Ich bin immer vorsichtig mit solchen Track Records, mit solchen Vergleichen. Wir haben derzeit eben eine Konstellation, die ich gestern schon gezeigt hatte, hohe Cashquoten, geringe Risikobereitschaft, geringe, sehr, sehr geringe Investitionsquoten in die Märkte seitens großer Player am Markt. Auf der anderen Seite Market Maker, die abgehedged sind, riesige negative Gamma Exposure haben. Wenn da was nach oben geht, dann wird der Druck immer größer, sich da einzudecken. Put-Optionen, die vielfach höher sind als eben das Volumen bei den Call-Optionen. Auch da wird dann die eine oder andere Absicherung aufgelöst. Das treibt die Märkte nach oben, aber es ist eben noch nicht sicher, wie es jetzt weitergeht, weil die Kuh ist nicht vom Eis und die Kuh ist die Fed. Und die will ja die Zinsen massiv anheben. Jedenfalls sehen wir, dass Januar 2021, da war praktisch die Long-Positionierung in der hunderten Perzentile. Jetzt sehen wir, dass die Long-Positionierung in der untersten 5 Perzentile derzeit der Fall ist. Und die Short Leverage, also praktisch diejenigen, die short sind, in der 70. Perzentile. Also wir sehen einerseits geringes Volumen an den Märkten, was dann solche heftige Bewegungen auch leichter macht. Und eben nach wie vor Schieflagen an den Märkten. So fragen dann Goldman Sachs Kunden, ja, wir sind maximal frustriert mit dieser Bewegung nach oben. Woran liegt das? Was ist da los? Und jetzt ist eben die Frage, wie wird die Fed weiter agieren? Das ist dann für die Amerikaner die zentrale Frage, was wir gestern gesehen haben. Diese Gaslieferungen nach Europa sind für die Amerikaner auch wichtig, denn wenn Europas Wirtschaft absäuft, dann ist das für die amerikanische Wirtschaft auch ein Thema, aber natürlich nicht so wie für uns selbst. Jedenfalls, wenn JP Morgan hier recht hat, die sagen, der Fed sind die Auswirkungen ihrer Aktionen bewusst, etwa, dass wir jetzt Mortgage Rates im Bereich von 6% haben, und wenn die Daten schlechter werden, dann könnte die Fed so eine Art Wait-and-See-Position einnehmen, also erstmal abwarten, was da passiert, bin ich sogar eher auch in diesem Camp, denn wir werden sehen, dass die Daten sehr, sehr schnell schlechter werden von der US-Wirtschaft. Aber wir haben gestern ein bisschen Beruhigung von der Berichtssaison bekommen. Netflix, da gab es ja bei den letzten Zahlen ein massives Erschrecken, die Aktie massiv abgestürzt, aber die Katastrophe ist diesmal ausgeblieben. Die Aktie nachbörslich hier deutlich im Plus mit um und bei 8%, und heute Abend wird ja Tesla berichten, und der gute Elon Musk wird sich jetzt allerdings eben mit Twitter auseinandersetzen müssen. Das Gericht hat den Antrag von Musk abgelehnt, jetzt noch ein bisschen zuzuwarten mit der Verhandlung in Sachen Übernahme, ja, nein. Da hat man sich ja gegenseitig verklagt sozusagen, und wahrscheinlich ist, dass Musk da durchaus nicht ganz ungeschoren aus der Nummer rauskommen wird. Jetzt kommen heute Abend die Zahlen. Merlin Capital schreibt, I have seen some private numbers on Tesla and it's looking real bad for them. Ich habe eine Regel, die heißt, shorte nicht Tesla, was durchaus Sinn macht, weil es sehr gefährlich ist, aber das sind katastrophale Zahlen, die heute kommen könnten. Kann ich nicht beurteilen, kann ich nicht verifizieren, aber man kann schon der Auffassung sein, dass es viel Gegenwind für Tesla derzeit gibt. In China vor allem durch die Lockdowns, Shanghai, Gigafactory, Berlin,
Grünheide zugemacht, 2 Wochen und. Also das wird nicht ganz so einfach werden wohl mit den Zahlen von Tesla. Und dann meine zweitbeste Freundin, Cathie Wood, die will jetzt ihren ETF, ARK Transparency ETF, wieder zumachen, den sie jetzt um und bei vor einem halben Jahr erst eröffnet hat. Da ging es darum, dass praktisch die 100 transparentesten Unternehmen weltweit da reinkommen. Und da wurden auch ESG-Kriterien berücksichtigt. Ein Wunder, dass da Tesla natürlich wieder dabei war, weil Tesla ist ja wahnsinnig transparent, gell? Da werden dann Zahlen immer gerade zum Quartalsende so hingeschoben, dass es passt, gell? Also da ist die Transparenz ganz groß geschrieben. Jetzt hat sie gestern Abend gesagt, dass der ETF wieder geschlossen wird. Also es ist ein ziemliches Drama. Jetzt nochmal zurück zur Fed. Zu der Frage, was passiert mit den Zinsen, denn das ist für die Wall Street langfristig und mittelfristig das Entscheidende. Wir sehen etwa die Bemerkungen, die Erwähnungen im amerikanischen Beige Book in Sachen Shortages, also Mangel, zu wenig, Materialmangel, ist konstant rückläufig jetzt seit 3 Monaten. Unten sehen wir mal einen Chart der durchschnittlichen Spritpreise in den USA, ist jetzt bei um und bei 4 Dollar, war durchschnittlich schon bei 4,70 Dollar hier gewesen. Auch hier also rückläufiger Inflationsdruck, so kann man meinen. Und vor allem, was passiert mit der Inflation, wenn wir wirklich in eine Rezession kommen? Und durchschnittlich ist es so, dass wenn wir hohe Inflation gesehen haben und dann eine Rezession kommt, die Inflation, CPI, also Verbraucherpreise, um durchschnittlich minus 6,8% fallen von ihrem Hoch, das sie erreicht hatten. Derzeit sind wir ja bei 9,1% in den USA. Wenn das also 6,8% runtergehen würde, dann wären wir so bei 2,3%. Das wäre ja eigentlich so mehr oder weniger im Zielbereich. Der Fed gibt natürlich auch andere Abweichungen. Hier zum Beispiel 1974 hatten wir maximal 12,3% Inflation und haben dann im Tiefstand 4,9 erreicht, 81 14,8% Inflation und haben dann 2,5% erreicht. Also teilweise dann auch die Inflation sogar negativ, also Deflation in einer Rezession macht ja Sinn. Die Inflationserwartungen jedenfalls fallen weiter. Die sind jetzt im Grunde auf dem tiefsten Stand seit der Finanzkrise. Und jetzt ist nur die Frage, wann wird die Fed darauf reagieren? Meridian Capital sieht es ähnlich. Wir haben fallende Rohstoffpreise gesehen, wir haben fallende Benzinpreise gesehen, wir sehen, dass die Erwartungen in Sachen Inflation auch bei den Konsumenten auf einem Einjahrestief sind. Wir sehen, dass die Hauspreise jetzt kippen, dass der Hausmarkt insgesamt jetzt bald richtige Probleme haben wird. Heute kommen die anstehenden Hausverkäufe aus den USA, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass die schwächer ausfallen als erwartet. Die 5-Year Break-Even collapsed, also die Inflationserwartungen sind gekippt. Wir sehen, dass die Supply Chains nicht mehr solche Probleme machen und dass eben auch Lagerhaltung nach wie vor sehr, sehr hoch ist. All das Argumente, dass vielleicht diese Wende der Fed, dieses erstmal Abwarten der Fed dann vielleicht früher kommt, als manche denken. Kommen wir noch zu China, weiteres Risiko für die Märkte. 1012 neue Corona-Fälle jetzt gemeldet. Das ist das erste Mal seit Mai 2020, dass die Marke von 1000 hier überwunden wurde. Das könnte wieder auf neue Lockdowns deuten. Jetzt hat Chinas Premier Li Keqiang gesagt, wir sind also flexibel, was die Wachstumszahlen der chinesischen Wirtschaft angeht. Sprich, wir werden unsere Zahlen nicht mehr ganz so heftig fälschen. Zum BIP könnte man das Ganze übersetzen. Erwartet nicht, dass die Zahl zu hoch wird, weil wir diesmal nicht ganz so unglaubwürdig sein wollen. So könnte man das Ganze, wie gesagt, auf den Punkt bringen. Jetzt haben wir frische Daten gerade bekommen zu den Erzeugerpreisen. 32,7% Energie nur um 86% gestiegen. Werde ich unter dem Artikel mal verlinken, dass Sie sich da mal genau die Dinge anschauen können. Erzeugerpreise sind ja praktisch Pipeline-Inflation, das dürfte auf uns zukommen. Und der DAX mit dem großen Kurssprung, Gaseuphorie, Long-Signal, ist das jetzt sozusagen alles wieder gut? Das werden Sie in diesem Artikel lesen können, also 2 Empfehlungen. Teilen Sie das Video, teilen Sie die Artikel. Wie gesagt, die nächsten 2 Wochen dann keine Videos, aber bis Freitag auf jeden Fall noch Videos. Natürlich heute Abend dann noch ein Marktgeflüster, morgen und übermorgen auch. Videoausblick und Marktgeflüster. Jetzt sage ich erst einmal Servus und Ciao.